Und damit, hey Leute und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal bei Robot Gaming TV. Ja, ich habe mir heute gedacht, irgendwie möchte ich euch das doch mal zeigen, wie das so ist und mal den Unterschied zwischen Autobahnpolizeisimulator und Autobahnpolizeisimulator 2 zeigen. Und damit, würde ich sagen, fangen wir dann auch mal an. Wir gehen aber erstmal in ein freies Spiel, damit wir das erstmal so ein bisschen, ja, kennenlernen, das Spiel. Oder ich kenne das ja, aber ihr bestimmt noch nicht so. Machen das jetzt mal so, Texturqualität hoch. Wir wollen natürlich hier alles voll Power haben. Details hoch, jawohl, so wollen wir es haben. KI-Fahrzeuge, oh, da dürfen ruhig schon ein bisschen mehr sein. Sichtweite ultraweit übernehmen. So, passt, das waren die Einstellungen. Erweiterung. Und man kann natürlich hier japanische Einsatzwagen. So, und da könnt ihr jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was wollen wir denn nehmen? Wir nehmen natürlich jetzt erstmal die deutschen. Ne, weil wir sind ja auch hier in Deutschland. Aber wie gesagt, man kann das natürlich hier alles variieren. Und wenn ihr wollt, können wir das dann natürlich auch auf Japanisch zum Beispiel spielen oder so. Geht bestimmt auch. Aber wie gesagt, wir verwenden jetzt erstmal die deutschen Einsatzwagen. Wir werden auch, glaube ich, im nächsten Video oder so, werden wir das dann, glaube ich, auch noch, mal variieren und werden da mal so gucken, wie das denn so wirkt. Fahrzeuge kann man hier noch was machen? Ne, kann man hier nicht. Profile, es gibt nur mich. Adler, ich bin ein Polizeikommissar. So, freies Spiel. Wir starten jetzt mal das freie Spiel. Und jetzt geht's los. Wie gesagt, ich habe das auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Aber ich freue mich schon drauf. Weil, wie gesagt, ich habe das nicht mehr gespielt, sondern jetzt nur noch Autobahnpolizeisimulator 2. Und ich weiß wirklich nicht, wie das ist. Wir können jetzt wählen zwischen einem zivilen Fahrzeug und einem nicht zivilen Fahrzeug. So, das sind wir hier. So können wir rennen. Und so backt das Spiel. Auch sehr interessant, hatte ich auch noch nie. Und wir laufen ja mal gegen unseren Wagen. Genau so. Ja, das wäre halt dann das Zivilfahrzeug. Das zeige ich euch jetzt einmal kurz. Ja, das ist leider etwas verbuggt. So, und das hier ist dann jetzt unsere Kollegin. Zentrale an Adler Moor 01. Vorsicht, es wurde gemeldet, ein Fahrzeug hätte einen Schaden erlitten auf der A42 in Richtung A32. Auf dem Rastplatz fahren Sie dorthin und nehmen Sie die Daten auf. Ne, das machen wir jetzt einmal nicht, sondern Blaulicht ist echt cool. Wie gesagt, zivil. Und hier, weiß ich jetzt, genau, N war das. Genau, mit B und N machen wir, so, das passt. So, dann steigen wir jetzt einmal mit F aus und schließen die Türe. Wir können natürlich auch hier vorne aufmachen, aber das ist halt nicht so spektakulär. So, wir gehen dann jetzt hier in dieses Dienstfahrzeug hier, der Polizei, und öffnen einmal und setzen uns dann hier rein. Und dann würde ich sagen, fahren wir einmal Streife. Solange, bis wir den ersten Einsatz bekommen. Achso, Motor starten, F9. Wie gesagt, das ist hier halt etwas anders, aber das ist sehr interessant. Wie ich jetzt rückwärts fahren kann, weiß ich gar nicht. Ah, doch, genau so war das. Und so, so. Wie Schichtende. Warum habe ich denn jetzt hier... Moment. Ah, genau. Das sind die Blinker, die verschiedenen. Warum kann ich jetzt nicht aussteigen? Ich kann nicht aussteigen. Das ist aber sehr toll. Ach so, ich muss... 8F9. So, muss ich dann jetzt hier... Ja, voll. So, ich weiß jetzt nicht, warum da jetzt steht, Schichtende beantragen. Ich habe meine Schicht beendet, das ist toll. Möchte ich aber nicht. Hä? Ja, ach toll, jetzt sind wir Nacht. Aber ich möchte jetzt erstmal Tag. So, Schichtende. Wo kann ich denn jetzt hier mein Schichtende beantragen? Frag mich eigentlich auch, ob auch der Kollege fahren kann. Das wäre nämlich auch sehr geil. Aber ich glaube, wir können die Türen hier... Ja, leider können wir nur hier die Türen öffnen. Das ist leider etwas... Ich sag mal so unglücklich. Aber naja, wir sind natürlich. So, Schichtende machen wir dann am F10. So, und dann jetzt nochmal. Weil wir wollen ja Tag, deswegen, machen wir dann jetzt einmal hier ganz schnell. So, Schicht beendet. Passt.
So, wie gesagt, das ist halt die erste Version. Es gibt, wie gesagt, hier noch die zweite Version, aber ich wollte einfach mal die erste Version mit euch mal testen. Ich muss einfach halt mal gucken, wie lang die Folge wird. Ja, wir wollen natürlich ja auch etwas machen. Ja, das ist halt, wie gesagt. Zentrale am Adler Moor 01. Eile ist geboten. Gegenstände auf der Fahrbahn wurden gesichtet. Auf der A32 in Richtung A28. Sicherheit geht vor. Räumen Sie die Gegenstände beiseite. Machen wir. Leichter Unfall, F8 und F9 war das, ne? Jawohl. So, Eile ist geboten, dann fahren wir da jetzt einmal hin. Wo müssen wir denn jetzt lang? Wir müssen auf jeden Fall hier erstmal hier hin. So. Und das war auch schon der erste Unfall. Wie gesagt, ich hab's noch drauf, also... ja, es passt. Ja, aber wie gesagt, man kriegt halt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Unfall baut, kriegt man keine Minuspunkte. Und ich spiele das Ganze auch mit Tastatur. Ja. Weil mit Lenkrad, das geht, glaube ich, aber mein Gott, jetzt spiele ich das aber mit Tastatur und dann passt das. Ja, man verliert hier sehr leicht die Kontrolle, wie man sehen kann. Deswegen müssen wir einmal jawohl, gucken. Und wenn wir 100% haben, dann haben wir zu viel Chaos gebaut und deswegen ja, müssen wir dann sozusagen beenden. Soll mich melden? Ach nee, einfach Kollege. So. Gehen jetzt einmal. Obwohl die Innenansicht, die ist auch sehr hell. Oh. Tabella Sum 1, Panzerfahrt, Einsatz beendet. So. Achso, Funkstatus F7, das sollten wir vielleicht, F7. Ja, F7. So. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt... Jo, das war's ja mal wieder komplett. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe das echt lange nicht gespielt und hier gibt es leider keine Anzeigen, sondern man muss irgendwie jetzt dem da folgen. Wir müssen aber hier jetzt rechts, ne? Wir müssen hier rechts. Ah, bingo. Hoffentlich. Das müssen wir wieder umdrehen. Das ist halt etwas. Ja, wie gesagt, die erste Version ist halt etwas unglücklich, sage ich mal so. Aber und es gibt leider auch hier kein Schnellreisen. Heißt, man muss immer alles fahren. Das ist halt etwas, naja, unglücklich, aber naja, so ist es. Ja, es gibt halt Wache Wald, Wache Moor und Wache See oder sowas. Irgendwie sowas gibt's da. Ah, shit. Hä? Jetzt habe ich aber wirklich keinen Unfall gebaut. Ja, damit sind wir natürlich auch nicht gemeint. So. Ich kann nur schon mal sowas verraten, also die anderen, also dieses Fahrzeug hat ja jetzt eine deutsche Sirene und die anderen Fahrzeuge, die haben halt eine andere Lackierung und halt auch eine andere Sirene, das ist sehr cool. Ja, die Ansagen sind halt immer dasselbe und man kann leider halt auch nicht kommunizieren, sondern man kommuniziert halt mit Sprechblasen, da kann man dann halt selber auswählen, was man jetzt macht und zuerst macht und zweit macht und so. Also im zweiten Teil, da sprechen die Leute, aber hier sprechen sie halt nicht, sondern hier wird halt so ein Text angezeigt, den man halt lesen kann und dann halt Feuer haben kann. So, da drüben ist dann wohl schon der Einsatz. Oh Gott, wir haben jetzt schon 10 Minuten, ey. Glaube ich fast gar nicht. Geil. Und die machen hier doch wirklich alle Platz. So, das finde ich cool. Jo. Machen wir kurz die Leitplanke. Irgendwie ja sehr dolle, ist ja Polizei, mein Gott. Oder Autobahnpolizei, ist ja keine normale Polizei, ist ja Autobahnpolizei, das ist halt etwas anders. So. Ah. Gott. So, da drüben ist der Einsatz, da sind wohl Gegenstände auf der Fahrbahn.
Und wir müssen halt jetzt dann an der nächsten Möglichkeit, müssen wir dann sozusagen wenden, weil ja, hier gibt es leider zurzeit gar keine Wendemöglichkeit. In Amerika ist das etwas anders, da haben die ja immer so, ja, so Streifen oder so, wo man dann halt wenden kann. Finde ich eigentlich auch besser so, aber mein Gott, ist halt Deutschland, ist halt leider so. Hier ist alles Deutschland hier. Deutschland, Deutschland, Deutschland. So, hier mit 190 Kilometern pro Stunde sind wir halt dann jetzt hier schön vor Ort. Oh, jetzt machen wir hier einmal kurz Stille, fahren einmal nur gegen die Mauer hier schön, einfach nur weil wir es können. Wie gesagt, es ist halt auch nicht einfach so. Müssen wir das dann jetzt wieder anmachen. So, dann passt das. Jetzt kam ja die Wache Moor. Ich check das nicht, wo der jetzt immer gegen knallt, aber naja, mir soll es jetzt egal sein. Wir sind jetzt hier gleich an unserem Einsatzort eingetroffen. Ja. In Zukunft werde ich auch die Einsatzfahrten überspringen, nur ich wollte das halt jetzt einmal so zeigen, wie schwierig das mit der Steuerung ist, weil das ist wirklich knifflig. Ach ne, das war Blaulicht. Gesagt, das ist halt ein etwas neuer, längeres Spiel, also wenn man damit einmal anfängt, macht es Spaß, so, aber für Leute, die nichts damit anfangen können, ist das dann wohl leider nichts. So. Jetzt müssen wir hier einmal F6 und müssen jetzt hier einmal. Zentrale an Capella Sumpf 02, melden Sie sich. Funktionen. F6 Aktionen und. Achso, ne, das war es hier nämlich nicht. Funkstatus F7, wir sind am Einsatzort. Also F8. Wir sind am Einsatzort angekommen. Dann passt das. So. Aber ich hätte jetzt wirklich noch gerne da Signale, Funktionen, Licht, Warnblinker, die wollte ich doch haben. So, Funktionen, Aktionen, das nicht. Signale, okay, pass auf, dann müssen wir jetzt aussteigen, ne? Ja, Handbremse, Motor aus. Jetzt aussteigen. So. Jetzt schnell wieder die Tür zu machen und dann steht da automatisch schon Gefahr. Wir müssen jetzt erstmal die Objekte wegräumen. Und das ist ein Fahrrad. Das hatte ich wirklich noch nie, dass da einfach so ein Fahrrad liegt. Das können wir jetzt einfach so aufnehmen und dann da hinlegen und dann war es das. Dann steigen wir jetzt ein und dann hat sich das dann auch schon. Alles richtig gemacht, passt. So, jetzt einsteigen. So, das Fahrrad ist jetzt automatisch weggeräumt worden. Motor starten, Handbremse. Oh ja, das nehmen wir. Wir wissen nämlich da. Ach Gott, das ist hier da direkt. Funkstatus. Einsatz angenommen. War sogar der korrekte Funkstatus. Leider haben wir keine. Wir fahren erstmal da an die Seite, damit das Fahrzeug, der Verkehr fließen kann. Wir machen die Sirene an und ja, fahren dann zurück. Aber warum fahren
Ja, jetzt reagiert schon wieder meine Tastatur nicht. Ich merke das schon. Hallo, reagiert doch mal bitte. Ja, danke. So. So. Eigentlich darf man das ja nicht, aber wir dürfen das, denn wir sind von der Polizei. Wir fahren natürlich auch langsam. Hust, hust. Hier zum Einsatzort. Und da ist dann wohl schon, ja, das, was wir benötigen. So. So, wir parken uns hier natürlich jetzt schön ein. So. Signal, nee. Blaulicht ist aus. Funktionen, Licht, Warnblinker aus. Und dann parken wir uns jetzt hier mal natürlich schön ein. So. Wir können es. Obwohl, wir parken mal etwas weiter weg von dem. So. So. Natürlich hier trotzdem wunderschön einparken. So. Handbremse an, Motor aus. Los geht's. Fahrer befragen. So. Schönen guten Tag. Guten Tag, wir führen eine allgemeine Kontrolle durch. Führen Sie verbotene Gegenstände mit sich? Nö, ich führe keine verbotenen Gegenstände mit mir. Dann glaube ich Ihnen das jetzt mal. Kann ich bitte Ihren Verbandskasten sehen? Na klar, der befindet sich im Kabinenbereich. Sehr gut, danke. Kann ich bitte Ihr Warndreieck sehen? Nein. Ich krame doch nicht jede dumme Kleinigkeit für Sie aus, meinem LKW. Hoppla, da hat aber jemand schlechte Laune. Wenn Sie mir das Warndreieck nicht zeigen wollen oder können, muss ich das leider vermerken. Haben Sie Alkohol getrunken? Nein, gar nichts. Da will ich Ihnen das mal glauben. Ich denke, die Person sagt die Wahrheit. Ich sehe leider die Notwendigkeit, bei Ihnen einen Alkoholtest zu machen. Durchführen zu müssen. Bitte pusten Sie in das Röhrchen. Der Test ist negativ. Sie haben 0,00 Promille. Sehr vorbildlich. Haben Sie Drogen konsumiert? Was? Ich? Auf keinen Fall. Für mich ist der Konsum von Drogen ein Zeichen des Versagens. Das ist ja mal eine ehrliche Antwort. Bleiben Sie bei dieser Lebenseinstellung. Ich würde Ihnen gerne einen Drogenschnelltest bei Ihnen durchführen. Der Test ist erfreulicherweise negativ. Sehr schön. Bleiben Sie auch in Zukunft von Drogen fern. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Hier sind meine Fahrzeugpapiere und mein Führerschein. Vielen Dank. Hier ist mein Fahrtenschreiber und Frachtbrief. Dankeschön. Dokumente ansehen. Ich sehe mir die Dokumente an. Weber, passt. Passt. Person über Funk. Ich möchte gerne eine Personenauskunft über eine Person namens Andreas Fuchs haben. Bleiben Sie entspannt, gegen die genannte Person liegt laut unserer Datenbank gar nichts vor. Ausweis ansehen. Ich sehe mir mal den Personalausweis an. Fuchs, Andreas, passt. Fahrzeugfunk. Ich möchte gerne eine Auskunft über dieses Fahrzeug haben. Kein Eintrag über dieses Fahrzeug ist nichts weiter bekannt. Verstanden. Fahrer ansehen. Ich kann nichts Verdächtiges erkennen. Also gut, ich werde mir nun Ihr Fahrzeug genauer ansehen. Bleiben Sie bitte so lange im Wagen sitzen. So, wie gesagt, das ist halt leider etwas unspektakulär, aber mein Gott. Profiltiefe messen. Jo, passt. TÜV ist gültig, Kennzeichen ist vorhanden. Passt. So, wir gucken mal in den... Da ist der Verbandskasten. So, Sie haben sich alle Objekte angeschaut. Da ist dann nichts mehr drin. Achso, nee. Kann ich den jetzt Q? Okay. So, Blinker. Bremslicht, ja. Rückfahrlicht wird. Okay. Kontrollieren wir da noch einmal den Blinker. Blinker. Jo, Rückfahrlicht. Okay, ist doch bei beiden vorhanden. Dann Profiltiefe. Jo, ist auch 3,5. Dann nach vorne einmal das Licht, bitte. Blinker, Licht, jawohl, wunderbar. Kennzeichen, Kennzeichen ist vorhanden, super. Licht, Blinker, bitte. Blinker. Blinker ist nicht vorhanden. Nein, da ist nix. Sieht man nix, das ist ganz schön schlecht. 3,4 ist noch im Rahmen.
3,6 ist auch noch im Rahmen. So, Fahrzeug inspiziert, da ist nichts Verdächtiges drin. Und Fahrerin, so, da bin ich wieder, ich habe mir ihr Fahrzeug genauer angesehen. Ach, da ist nichts. Muss ich dem jetzt ein Bußgeld oder eine... Moment, er hatte sein Warndreieck. Ne, Moment, sein Warndreieck muss ich noch sehen. Es ist wirklich ärgerlich. Ich muss ihnen ein Bußgeld und eine Mängelkarte ausstellen mit dem richtigen Verhalten. Tralalala. Fahrtrichtungsanzeiger, Mängelfehler, tralalala. Ja, passt. Toll. Jo, defekte Beleuchtung, kein Warndreieck, 35 Euro, passt. Achsen gewogen. Ah, die Achsen habe ich nicht gewogen. Ladung überprüft, um Korrektheit der Ladung festzustellen. Hey, habe ich doch gemacht. Richtig. Ja, aber sonst haben wir alles richtig. Passt. Wunderschön. Weg ist er. So. So ein Unfall wäre jetzt so schön. Ein Verdacht auf eine gesuchte Person gemeldet. Sie befindet sich im Fahrzeug auf der A32 in Richtung A28. Auf der Tankstelle finden Sie es. Bestätigen Sie die Meldung bei Richtigkeit. Alles klar. Was ist die denn? Ist die hier? Wo ist die Person denn? Oh Mist, jetzt... Oh shit, ich bin echt schlau. So, ich würde sagen, damit soll es dann aber auch mal gewesen sein. Können wir irgendwie... Oh, doch, können wir. So. Passt. So. Dann, ach ne, das sind die Erweiterungen. Wie gesagt, das gucken wir uns dann nächstes Mal an. Dann bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ich bin raus, Europa Gaming TV. Bis dann, Tschüssikowski. I'm gonna know about you.